Inwiefern haben sich ihre Wertigkeiten allein in den letzten Wochen ein bisschen verschoben? Natürlich verschieben sich Wertigkeiten unterschiedlichen Ereignissen geschuldet. Einfach, es geht weiter und wer weiß, ob wir das heute nicht das letzte Mal war, dass ich da auf wirklich der großen Sportler-Gala-Bühne gestanden bin, mit sehr großer Wahrscheinlichkeit. Und es ist einfach schon eine riesengroße Auszeichnung nochmal für eine gewaltige, speziell letzte Saison. Sie waren vorher auch in Beton gegossen. Ist das auch was Besonderes, was Sie so noch nicht so oft gemacht haben? Naja, ich habe das schon öfters machen dürfen, aber für mich ist das jetzt, wo ich gehört habe, was das ist, sicherlich eine große Ehre. Ich habe aber bis heute nicht gewusst, dass es sowas gibt. Aber jetzt weiß ich es und ist sicherlich toll, in der Reihe so vieler großer Sportler zu sein. Das heißt, irgendwann werden Sie mal mit dem Sonderteam hinspazieren und sagen, schau, da bin ich auch dabei. Nein, glaube ich nicht, dass ich das, dass ich so der Typ bin. Okay, alles klar, danke. Danke. Jetzt hast du den Preis ja schon öfters gewonnen als Hermann Mayer. Freut man sich da noch mehr? Nein, also das macht keinen Unterschied. Wie gesagt, so eine Wahl ist immer unterliegt verschiedenen Kriterien, wie das dann auch ausgeht und hat eigentlich natürlich nicht immer was nur mit der sportlichen Leistung zu tun. Ich würde nicht behaupten, dass meine Leistung im letzten Jahr besser war als wie die von einem Dominik Thiem oder von einem Matthias Walkner oder von anderen Sportlern in Österreich, die einfach weniger Medienpräsenz zum Beispiel haben. Also Skisport ist da schon in Österreich, hat schon einen guten Stellenwert und ich glaube, das allein ist auch schon einmal sehr viel wert in so einer Wahl. Wem hast du heute die Daumen gedrückt? Naja, ich habe jetzt zwei Daumen und einen natürlich in der Hoffnung selbst, diesen Preis nochmal zu gewinnen und auf der anderen Seite sicherlich den Matthias Walkner. Also mein Chef würde mich lieben, wenn du mir sagen würdest, wie dein Sohn heißt. Naja, ich weiß nicht, ob du das möchtest, dass das so dann so ist, wie du sagst und glaubst, dass dein Chef dich lieben wird. Also du sagst es mir nicht. Nein. Mist, wieder nichts. Marcel, trotzdem in der Relation, du hast den Preis schon oft gewonnen. Was macht ihn dieses Jahr? Weil er definitiv nicht selbstverständlich ist. Also es ist wirklich bei der Dichte und es ist einfach eine wahnsinnige Wertschätzung, wo man einfach sagt, ja, danke, dass ich so einen Preis nochmal gekriegt habe. Weil es ist schon eine riesige Auszeichnung, wenn man sagt, okay, ich bin Sportler des Jahres in Österreich. Und vor allem bei den Leistungen, die wieder und wieder immer wieder erbracht werden, in dem kleinen Land eigentlich. Weil wir sind wirklich klein, aber doch international immer wieder mit vorne dabei. Ist auch eine Wertschätzung, die dir gegenüber erbracht wird. Wie viel nimmst du damit mit auch in die neue Saison? Wie viel Push gibt dir das? Schon. Auf der anderen Seite, jedes Schwert hat zwei Seiten. Der Druck wird nicht weniger, auch wenn man dann wieder Sportler des Jahres werden hat dürfen. Aber es ist schon nochmal wirklich ein schöner Abschluss eigentlich. Das rundet die Perfektion, die gefunden hat mit dem unperfektesten Start, den man sich vorstellen kann. So skurril wie es klingen mag, es war wirklich ein Jahr, eine Saison, die nicht besser werden wird. Trotzdem stimmt der Eindruck von außen, könnte man fast sagen, du gehst in die Saison lockerer rein. Trügt der Eindruck? Nein, gar nicht. Also es ist von Anfang an klar kommuniziert, dass dieser bedingungslose Einsatz für den Sport, den wird es nicht mehr geben und dementsprechend werden die Leistungen auch nicht mehr so außerordentlich sein als wie in den letzten Jahren. Also das lässt sich nicht verbinden. Na, würdest du sagen, dein sportliches Märchen der letzten 2-3 Jahre geht weiter? Also ich muss sagen, Märchen ist gut ausgedrückt, das war fast alles wie Märchen und mal schauen. Also ich will weitermachen und ich lasse alles auf mich zukommen. Zweimal Sportlerin des Jahres als Snowboarderin ist herausragend. Sickert das schon langsam bei dir? Ja, also ich hätte mir nie gedacht am Anfang von meiner Karriere, dass das als Snowboard-Freestylerin überhaupt möglich war. Meine Eltern haben nicht mal gewusst, welchen Sport ich mache, wie ich damit angefangen habe. Und deshalb, das ist echt nicht nur für mich, wie ich schon letztes Jahr gesagt habe, es ist für meine ganze Sportart, glaube ich, ganz etwas Besonderes, dass ich diesen Preis gewonnen habe. Wenn man so jetzt zurückblickt auf das letzte Jahr, du bist zur Olympia gefahren, warst die große Favoritin, du hast Nervenstärke bewiesen, du bist on top in deinen Disziplinen. Gibt es eigentlich kaum noch was sportlich zum drüberstellen, oder? Boah, man kann sich immer weiterentwickeln. Es müssen nicht immer Goldmedaillen sein, es kann ein neuer Sprung sein, es können bessere Leistungen sein und deshalb
für mich sehe ich noch Verbesserungspotenzial in meinem Snowboard. Lobby bei Sportjournalisten hat jetzt die Anna Gasser. Was ist die nächsten Ziele? Du hast jetzt eine große Lobby bei Sportjournalisten und in der Öffentlichkeit. Was sind so deine nächsten Ziele? Ich will noch ein bisschen weiter snowboarden, weil es mir einfach sehr viel Spaß macht und ich will mich eben weiterentwickeln und im Grunde, auch wenn ich nicht mehr snowboard, will ich etwas finden, das mir so viel Freude bereitet, wo ich so viel Leidenschaft und Ehrgeiz und alles reinstecken kann, was ich habe. Wie feiert Anna Gasser? Ja, ich muss sagen, heute wird schon noch angestoßen, aber nicht mehr gefeiert, weil ich eben morgen in der Früh zum ersten Weltcup von der Saison fliege. In der Mixed Zone hast du bei den Kollegen von der Ola 1 gesagt, es wird eine Überraschung geben, Halloween. Du hast es vorbereitet. Bei der Afterparty müsste ich mich nochmal abfangen. Das werden die Kollegen von Lola gerne tun. Danke, Anna. Danke. David Gleischer, Aufsteiger des Jahres 2018. Steht jetzt auf deiner Visitenkarte. Wie fühlt sich das an für dich? Ja, es fühlt sich fantastisch an. Also es ist eine große Ehre, da als Aufsteiger des Jahres ausgezeichnet zu werden. Gala Nacht des Sports 2018, wie ist das so, wenn da der Name aufgerufen wird? Ja, wenn da der Name aufgerufen wird, also da ist man schon sehr, sehr nervös. Also das lässt sich schon fast mit Olympia vergleichen von der Nervosität. Also da dann vor so einer großen Menge dann zu stehen, ist schon wieder ein bisschen ein Nervenkitzel. Jetzt kann man es ja offen zugeben. Hat man doch sowas wie eine Siegesansprache oder etwas, was man unbedingt auch an das TV-Publikum loswerden will? Hast du da was vorbereitet gehabt? Nein, überhaupt nicht. Also ich habe gewusst, ich habe zwei sehr starke Konkurrenten bei der Wahl, deswegen war ich mir auf keinen Fall siegessicher und ja, habe einfach darauf gewartet, was für ein Name kommt und ja, ich habe nichts vorbereitet gehabt. Olympiasieg als Aufsteiger des Jahres, wenn man schon jetzt sagt, 2018 war irgendwie so ein kitschiges Märchenjahr, würdest du sagen, ja, unterschreibe ich, stimmt so? Ja, stimmt auf jeden Fall, also klingt schon gut. Was nimmt man so ein Ambi heute mit? Ja, also sicher die Motivation, so eine Trophäe bringt immer wieder einen Motivationsschub, speziell auf die neue Saison, die jetzt dann Ende November in Igls mit dem Heimweltcup startet. Und ja, man versucht einfach jeden Schwung von einer Auszeichnung mitzunehmen und Auszeichnungen und Trophäen machen hungrig und da will man mehr. Lass uns auch einmal über deine Sportart sprechen. Wie ist das? Du fährst mit 130 in den Eiskanal hinunter, sollst den Kopf nicht heben, weil je mehr man den Kopf hebt, umso langsamer wird man. Wie orientiert man sich? Wie lenkt man ein? Gib uns einmal unseren Usern da so ein bisschen einen Einblick. Ja, es ist extrem viel Erfahrung, was man in der Bahn einfach hat. Also man muss eigentlich relativ blind einfach wissen, wo man sich, auf was für einem Platz in der Bahn man sich befindet, wie man was für einen Lenkpunkt getroffen hat. Also da gehört einfach sehr, sehr viel Erfahrung, speziell eben auf die verschiedenen Bahnen, das Bahngefühl dazu, dass man einfach die Orientierung hat und das dann auch immer gut eigentlich anwenden kann und weiß, wo man ist. Und ja, das macht es eigentlich auch wieder sehr schwierig, weil man, wie schon gesagt, einfach so wenig wie möglich eigentlich den Kopf heben darf und so wenig wie möglich sick und trotzdem die perfekte Linie fahren muss. Und das macht es nicht ganz einfach. David Gleischer, Feierbiest oder eher ruhiger, wenn es um Auszeichnungen geht? Ja, das lasse ich immer lieber andere beurteilen. Heute, glaube ich, bin ich eher auf der ruhigeren Seite. Thomas Geibs-Bichler, herzlichen Glückwunsch. Ausgezeichnet bei der Galanacht des Sports. Welchen Stellenwert hat diese Auszeichnung für dich? Ja, große Meister, österreichische, die größte Auszeichnung. Und denke mir gerade in einem Land, wo so geile Sportler sind irgendwie und so starke Sportler. Ja, ich bin überwältigt gewesen. Also mir hat es die ganz laut aufgestellt, wie es meinen Namen gesagt haben. Und ich denke mir halt nachher, ich bin einfach glücklich und dankbar, dass mir das passiert ist. Und ja, Wahnsinn. Du hast in deinem Leben viel erlebt, du hast jetzt gerade gesprochen, du bist glücklich und dankbar. Welchen Stellenwert hat diese Auszeichnung für dich persönlich? Ja, wie gesagt, das ist ja im Endeffekt ist ja nachher quasi nur die Schaumkrone auf dem Bier. Das Glasl ist voll und das ist, zeigt ja nur, dass einfach das, was gut gelaufen ist heuer im Jahr. Und ich habe jetzt einfach zwei Jahre wirklich eine schwierige Zeit gehabt, weil es halt sportlich nicht so gelaufen ist, aber ich trotzdem die Hoffnung und den Glauben nicht aufgegeben habe. Und dass ich das jetzt belohnt worden ist dadurch, das ist einfach nur ein Zeichen, dass man einfach an Hoffnung und an Glauben nicht aufgeben sollte und einfach nach vorne schauen sollte, auch wenn es mir oft nicht so läuft. Woher nimmst du diese Energie? Ich bin gläubig, ich glaube an Gott, ich lese in der Bibel und ich denke mir halt einfach, diese Kraft einfach, die was aus dem Glauben resultiert
die gibt mir eigentlich die Energie für maximale Energie, halt, was geht. Halt, ja. Aufgeben für dich als Mensch und als Sportler ein Fremdwort? Bitte? Aufgeben für dich als Mensch und als Sportler ein Fremdwort? Man sagt niemals, niemand aufgeben, also ich glaube nicht, also ich kann es nicht sagen, ich kann nicht in die Zukunft schauen, aber wenn mir bewusst wird, dass ich quasi dann teilweise sowas einschleicht, dass ich aufgeben möchte oder sollte oder sowas, wird mir bewusst, na, heb deinen Kopf wieder, vertraue auf Gott und schau nach vorne und geh weiter. Du bist ein Idol für viele, denen es nicht so gut geht. Bist du dir dessen bewusst? Das war jetzt gelogen, wenn ich es noch nie gehört hätte. Also ich will mich da in die Rolle auch nicht drängen. Und das, aber es, die Menschen, die was halt das wirklich sagen, die finde ich einfach sagen, die sollen nicht auf die Umstände schauen. Also mein Trainer hat einmal gesagt, wer auf Scheiß, also nein, wenn das Wasser bis zum Hals steht, dann lass den Kopf nicht hängen. Und im Endeffekt, man sollte lernen, nicht auf die Umstände schauen, weil da ist alles schwierig. An den Kopf heben, nach vorne schauen, nach oben schauen und dann lassen sie viele Umstände halt überwinden. Und das ist, glaube ich, die einzige Möglichkeit, und einfach den Glauben und die Hoffnung nicht aufgeben. Wie feiert Thomas Geiersbichler den heutigen Abend? Ich werde mir jetzt noch ein Seidel besorgen und ein Bierle trinken und nachher auch mit den ganzen Leuten, die was ich halt kenne und schon lange nicht mehr gesehen habe, ein bisschen ratschen und sicher einen guten Abend haben. Dann halten wir nicht länger auf. Wir sagen danke, Thomas Geiersbichler, und viel Erfolg für die Zukunft. Danke. Claudia, herzlichen Glückwunsch. Gala nach des Sports 2018, ausgezeichnet als Sportlerin des Jahres mit Behinderung. Welchen Stellenwert hat diese Auszeichnung für dich? Ja, einen ganz, ganz hohen eben. Dadurch, dass es mit Sicherheit meine letzte sein wird, ist es nochmal ganz speziell, da jetzt heute so vor so einem großen Saal und vor so einem großen Publikum Abschied nehmen zu können. Ja, bin schon sehr stolz drauf. Du hast es angesprochen, du hast deine Karriere beendet. Es ist die letzte Auszeichnung als Sportlerin des Jahres mit Behinderung. Hat dann wahrscheinlich einen besonderen Stellenwert, oder? Ja, eben. Also es ist ganz speziell nochmal. Es ist ja eben irgendwie so dieses Abschied nehmen und so dieses alles nochmal genießen und alles nochmal durchleben und alles nochmal Revue passieren lassen. Ja, ist ein ganz spezieller Abend für mich heute. Sportler reden ja nicht gerne vom Abschied nehmen, vom Aufhören. Hand aufs Herz, wie einfach oder wie schwer ist es dir gefallen? Ja, es war keine einfache Entscheidung. Ich habe mir auch wirklich lang Zeit gelassen dafür. Aber dass ich Peking nicht mehr machen werde, das habe ich schon vor langer, langer Zeit entschieden, weil ich einfach gewusst habe, dass ich das aus politischen Gründen nicht mehr mitmachen kann, will und werde. Und eben, dass es jetzt dann doch so schnell gegangen ist, hatte viele verschiedene Gründe. Und ja, also ich habe lang mit mir gerungen, aber schlussendlich bin ich jetzt froh und es fühlt sich auch gut an. Also, ich vermisse es momentan noch nicht so sehr, auch weil die Bedingungen noch nicht so besonders sind. Ja, also momentan bereue ich es noch nicht. Also es kribbelt noch nicht, dass man sagt, man macht wie im American Football einen Brett Favre, Rücktritt vom Rücktritt. Nein, also Rücktritt vom Rücktritt wird es nicht werden. Was ich sicher sehr, sehr bald mal tun werde, ist, dass ich einfach Skifahren gehe mit meinen Freunden, ein bisschen auf den Bergen rumfetzen. Und vielleicht finde ich irgendein nettes Team, wo ich einmal durch einen Riesental einfach durchfahren darf. Aber eben jetzt so, ich bin eigentlich momentan ganz froh, so meine Ruhe zu haben und einfach mal ein bisschen Gas rauszunehmen. Wenn man wettkampfmäßig über die Pisten flitzt, wie einfach oder wie schnell geht es dann wieder rein, jetzt nur auf Spaß die Pisten runterzufahren? Ja, das wird jetzt rauszufinden sein. Ich nehme mal an, dass wir sehr, sehr schnell die anderen Leute auf der Piste im Weg sein werden, weil als Rennläufer ist man eher gewöhnt, dass man dann ziemlich viel Freiraum hat. Aber schauen wir mal, wie viele Leute ich heuer über den Haufen fahren werde. Man kennt dich vom ORF schon vom Fernsehen. Du kennst auch die andere Seite. Wie viel Spaß macht es dir? Ja, die andere Seite, also es hat mir immer sehr, sehr viel Spaß gemacht. Das Problem ist nur, dass ich eine ziemlich große Klappe und vor allem habe und einfach sehr, sehr schnell rede und daher dann dafür schlussendlich nicht wirklich geeignet war oder bin. Aber ja, gedacht hat es mir schon. Was bringt die Zukunft für dich? Ja, das werden wir jetzt sehen. Also als Sportler ist man eigentlich gewohnt, sehr, sehr strikt nach Zielen und so weiter zu arbeiten. Und ich habe jetzt einfach für mich beschlossen, eben um da wirklich auch den Schritt raus zu schaffen, dass ich das jetzt alles ein bisschen mehr auf mich zukommen lasse und so. Und jetzt halt einfach mal die Sachen, die anstehen, so Studium fertig machen, Praktikum fertig machen und dann werden wir schauen. Aber ich werde hoffentlich irgendwo in der Nähe vom Sport, also so Richtung Sportmarketing, Sportverwaltung oder so irgendwo landen. Letzte Frage, wie feierst du? Man hört von dir relativ wenig als Feierbiest. Feierst du eine solche Auszeichnung ruhig oder salopp gesagt, lass uns da auch einmal ein bisschen krachen?
das kommt ganz auf die Situation drauf an. Aber nachdem morgen Feiertag ist und frei ist, werde ich jetzt sicher noch ein, zwei Gläschen trinken. Dann wünschen wir Prost. Danke. Dankeschön.